wird es ein bisschen schwieriger. Ihr braucht heute ein Kuscheltier, eine Matratze oder eine Matte und ihr braucht Klebeband, damit ihr euren Clown hinterher abkleben könnt. Viel Spaß dabei! Wir kommen zu unserer ersten Aufgabe und zwar heißt diese: Das Kuscheltier bekommt Flugstunden. Und zwar werft ihr jetzt gleich alleine und auch mit euren Eltern das Kuscheltier hoch. In der ersten Übung machen wir es so, dass ihr das Kuscheltier hochwerft und wieder auffangt. Hochwerfen und auffangen. Wenn das Kuscheltier mal runterfällt, zack, dann müsst ihr einen Stricksprung machen. Okay? Schnell wieder aufheben, dann wieder hochwerfen und fangen. Hochwerfen und wieder fangen. Schön hoch und wieder fangen. Wenn ihr das schon gut schafft, könnt ihr natürlich auch mal was höher werfen. Zack. Und wieder auf. Hochwerfen und fangen. Für wen das zu einfach ist, der kann mal versuchen, dazwischen zu klatschen. Das zeige ich euch jetzt. Hochwerfen, klatschen, wieder auffangen. Hochwerfen, klatschen, auffangen. Hochwerfen, klatschen und auffangen. Und wenn das Kuscheltier wieder runterfällt, natürlich wieder den Strecksprung. So, dann wieder aufheben und klatschen. Zack. So. Als nächstes haben wir Übungen, die ihr mit euren Eltern zusammen machen könnt. Zum Beispiel mit Mama oder Papa. Dafür kommt ihr einmal zusammen. Hallo, kleine Donata. Genau. Ich helfe dir jetzt. So sieht's aus. In der ersten Übung stellt ihr euch einfach gegenüber hin und werft euch das Kuscheltier ganz normal zu. Und bleibt dabei stehen. Werfen und stehen bleiben. Oh, ups, jetzt ist das Kuscheltier schon wieder runtergefallen. Dann müssen wir einen Stricksprung machen. Genau. Dann wieder aufheben und wieder fangen. Werfen und fangen. So, das ist ja schon ganz schön einfach, würde ich sagen. Das klappt auch schon sehr gut. Jetzt bewegen wir uns ein bisschen dabei. Das heißt, wir sind schön in der Bewegung und werfen uns mit beiden Händen das Kuscheltier zu. Ja, so. Ups. Dann ein Sprung, wenn das Kuscheltier wieder runterfällt. Und weiter. Okay. Dann kommen wir jetzt zu unserer nächsten Übung. Und zwar sollt ihr mit beiden Händen das Kuscheltier von unten werfen. Wenn das gut klappt, dürft ihr euch natürlich auch wieder bewegen. Genau, achtet darauf, dass ihr gerade versucht zu werfen, sodass eure Eltern auch gut fangen können. So, okay, das sah auch schon sehr super aus. Als nächste Übung müsst ihr mit beiden Händen von oben werfen. Das heißt, wie beim Basketballspielen, von oben werfen. Zack. Und immer schön weiterwerfen. Genau. Ihr dürft euch natürlich auch hier wieder ein bisschen bewegen, wenn das gut funktioniert. Ah, oh, dann wird es schon schwieriger. Ja, von oben ist schwierig. Ups. Dann einen Stricksprung, wenn das Kuscheltier runtergefallen ist. Und weiter geht's. Okay. Nächste Übung. Ihr werft jetzt nur noch mit einer Hand. Ihr stellt euch wieder gegenüber hin. Und werft mit einer Hand. Ihr dürft natürlich mit beiden Händen fangen. Und man darf sich natürlich auch dabei, wenn man schon kann, bewegen. Oh, runtergefallen. Schlechtsprung. Genau. Jetzt versuchen wir mal mit der anderen Hand zu werfen. Wir haben ja jetzt immer mit der stärkeren Hand geworfen. Jetzt werfen wir mal mit der anderen Hand. Genau.
genau. Er kann das sich natürlich auch schon bewegen. Ihr könnt auch erstmal im Stehen anfangen. Ups. Ein Strecksprung. Und weiter geht's. Okay. So, dann kommen wir jetzt zu der letzten Übung. Und zwar sollt ihr, bevor ihr werft, eine Drehung machen. Wir zeigen euch das mal. Und drehen und werfen. Drehen und werfen. Drehen und werfen. Drehen und werfen. Zack. Und passt auf, dass ihr da keinen Drehbogen bekommt. Das machen wir jetzt erstmal nur im Stehen. Und immer schön drehen und werfen. Wenn das nicht runter wird, wieder den Strecksprung. Genau. So, letzte Runde. Macht euch bereit. Einmal drehen, werfen, nochmal drehen und werfen. Und geschafft. Das habt ihr super gemacht. So, wir kommen jetzt dazu, die Clownsrolle zu lernen. Aber vorher machen wir nochmal eine kleine Wiederholung. Und zwar üben wir nochmal den Purzelbaum. Der Marcel, der zeigt euch das jetzt nochmal. So, die Hände kommen da an die Füße. Kopf zwischen die Beine, rund machen wie ein Igel, Schwung nehmen und nach vorne rollen. Noch einmal. Hände vor die Füße, Kopf zwischen die Beine, rund machen wie ein Igel, Schwung und rollen. So, jetzt seid ihr dran. Das Ganze fünfmal. Fünfmal den Purzelbaum, los geht's. Genau, den Kopf wieder zwischen die Beine, Hände nah zu den Füßen, Schwung nehmen und die erste Runde ist schon geschafft. Genau, der Popo bleibt immer schön oben. Genau, Popo bleibt oben. Und jetzt zur nächsten Rolle. Bis ihr die fünf Stück geschafft habt. Sehr gut. Und noch einmal, ihr schafft das. Ja, das sieht schon echt klasse aus. Denkt dran, dass ihr auch ein bisschen Schwung nehmt, damit ihr den mit dem Kopf auch nicht den Boden berührt. Genau, immer schön weiterrollen. Okay. Und eine letzte noch. Wieder die Hände nah zu den Füßen, Kopf zwischen die Beine, der Popo bleibt oben. Rund machen und Schwung nehmen. Sehr genau, gut. Mit den Beinen schnell abdrücken und wie ein Igel rollen. Genau, das habt ihr super gemacht. Dann kommen wir jetzt zu unserer Clownsrolle. Dafür müsst ihr euch natürlich erstmal den Clown aufkleben. Ich zeige euch jetzt mal, wie ihr das machen könnt. Am besten macht ihr das auf einer Matratze oder auf einer Matte, wenn ihr sowas zu Hause habt. Nehmt euch Kreppband und klebt dann zuerst einmal die Augen. Zack, zack. Dann die Nase. Und zuletzt den Mund. Zack. Und dann habt ihr auch schon eine schöne Clownsrolle. So, wenn ihr das geschafft habt, dann legt ihr das auf den Boden. Oder wenn ihr das auf dem Matsch direkt gemacht habt. Und dann kann es auch schon losgehen. So, zuallererst stellt euch auf den Mund von dem Clown. Jetzt kann der Clown gar nicht mehr sprechen. Dann nehmt ihr das Pazurubein auf das eine Auge. Jetzt sieht der Clown auf dem einen Auge nichts mehr. Jetzt kommt die Hand auf das andere Auge. Jetzt sieht der Clown gar nichts mehr. Und mit der Hand, die noch übrig ist, die geht an die Nase, kitzelt den Clown. Hatschi! Und jetzt macht ihr euch schön rund und rollt nach vorne. Und vergesst nicht das Abschlagen, wie ihr das schon könnt. So, wieder auf den Mund stellen. Pazurubein auf das eine Auge, die andere Hand auf das andere Auge. Mit der Hand, die noch übrig ist, kitzelt ihr die Nase. Und jetzt nach vorne rollen. Sehr gut. Und noch einmal. Mit beiden Füßen auf den Clown. Dann das Pazurubein auf das Auge. Andere Hand auf das andere Auge. Die Nase kitzeln und rollen. Okay, das sieht super aus. Jetzt seid ihr dran. Wir gehen das nochmal mit euch durch. Die Füße auf den Mund vom Clown stellen. Das Pazurubein auf das eine Auge. Mit der anderen Hand auf das andere Auge, die Nase kitzeln, rund machen, Kopf zwischen die Beine und nach vorne rollen. Ja, das sieht schon super aus, sehr gut. Und falls es mal nicht klappt, einfach nochmal probieren. Genau, eure Eltern dürfen euch auch gerne noch ein bisschen helfen am Anfang.
ein bisschen Schwung nehmen. Aber wer das natürlich schon kann, der kann das auch alleine machen. Es kann natürlich passieren, dass man mal zur Seite rollt. Das ist überhaupt nicht schlimm. Fang einfach nochmal von vorne an. Pazuro-Bein, eine Hand auf das andere Auge, an der Nase kitzeln und jetzt mit den Beinen schön schön abwickeln und rund machen. Ja, sehr gut. Okay, weiter, weiter, weiter. Immer schön die Rolle machen. Und je öfter ihr die macht, desto besser wird es funktionieren. Das ist nur eine Frage des Trainings. Und genau. Dabei seid ihr schon super dabei. Ja, immer schön dranbleiben. Und wenn es mal nicht klappt, ist das nicht schlimm. Dann versuchst du es einfach noch einmal. Genau, dann wieder die Rolle auf die Füße stellen. Pazuru-Bein auf das eine Auge, die andere Hand auf das andere Auge und mit der letzten Hand die Nase kitzeln. Kopf zwischen die Beine und nach vorne rollen. Ja, sehr gut. Noch eine letzte Rolle. Genau. Super. Richtig schön viel Schwung nehmen. Und schwupp, 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 zack, geschafft. Ja, sehr super. Gut. Okay, das mit den Rollen, das hat schon super geklappt mit der Clownsrolle. Jetzt kommen wir nochmal zur Rückwärtsrolle, zum Rückwärtsfallen. Dafür brauchen wir den Clown jetzt nicht mehr, den legen wir einmal zur Seite. So, wir fangen nochmal an, wir machen nochmal eine kleine Wiederholung. Und zwar geht ihr in die Hocke und wir machen nochmal das Rückwärtsfallen. Fallen mit Abschlagen. Das heißt, ihr lasst euch nach hinten fallen. Zack. Und abschlagen. Sobald ihr Rücken den Boden berührt, könnt ihr abschlagen. Genau. Wieder in die Hocke gehen. Nach hinten fallen lassen. Und abschlagen. Sehr gut. Das wiederholen wir noch ein paar Mal. Wieder in die Hocke. Nach hinten fallen. Und abschlagen. Wichtig ist, dass das Kinn auf der Brust bleibt, damit der Kopf nicht den Boden berührt. Vergesst das nicht. Kinn auf die Brust, nach hinten rollen und abschlagen. Sehr gut. Noch zweimal. Dann kommen wir zum nächsten Teil. Nach hinten fallen, abschlagen. So, noch einmal. Nach hinten fallen und abschlagen. So, jetzt kommen wir zum nächsten Teil. Und zwar sollt ihr versuchen, mit den Füßen schon mal ein bisschen über den Kopf zu kommen. Ja, Marcel zeigt euch das jetzt einmal. Ihr geht wieder in die Hocke. Zack, lasst euch nach hinten fallen. Und ihr nehmt ein bisschen Schwung mit und versucht mit den Füßen über den Kopf zu kommen. Okay, noch einmal. In die Hocke, nach hinten fallen lassen, abschlagen. Und die Füße, die sind über den Kopf. Sehr gut. Und noch einmal. In die Hocke, nach hinten fallen, Füße über den Kopf. Ja, das sieht super aus. Mhm. Noch zweimal, die dürft ihr jetzt selber machen. Genau. So. Geht schön in die Hocke. Das Kinn kommt auf die Brust. Dann nach hinten fallen lassen. Und so weit ihr könnt mit den Füßen schon über den Kopf kommen. Ja, sehr gut. Okay, und noch einmal. In die Hocke gehen. Das Kinn auf die Brust. Nach hinten rollen. Und Schwung nehmen, damit ihr mit den Füßen über den Kopf kommt. Sehr gut, das habt ihr schon klasse gemacht. Jetzt kommen wir zu unserer nächsten Übung. Und zwar startet ihr wieder in der Hocke. Ihr lasst euch wieder nach hinten fallen. Und jetzt versucht ihr mal mit den Füßen hinten am Boden zu tippen. Zack. Wenn ihr es nur mit einem erstmal schafft, ist das nicht so schlimm. Ihr könnt ja jetzt versuchen, immer weiter zu kommen, sodass ihr auch mit beiden Füßen vielleicht hinten tippen könnt. Also in die Hocke gehen. Gehen auf die Brust, zack, und tippen. Sehr gut. Genau, wieder in die Hocke gehen. Nach hinten rollen, abschlagen und tippen. Sehr gut. Genau. Und noch einmal. Hocke, nach hinten rollen, abschlagen und tippen. Und dann wieder zurück. Sehr gut. So, jetzt seid ihr dran. Versucht mal, so viel Schwung zu nehmen, dass ihr mit den Füßen hinterm Kopf auf den Boden tippen könnt. Sehr gut. Ja, das sieht doch schon super aus. Genau, nehmt den Schwung mit. Ihr stellt euch hin, geht in die Froschposition und dann schön viel Schwung nehmen. Dann schafft ihr das auch mit den Füßen hin zu tippen. Ja, super. Genau, wenn ihr das mit einem ersten Schwung schafft, ist das nicht schlimm.
dann probiert mal in der nächsten Runde mit beiden Füßen am Boden zu tippen. Sehr gut. Und falls der Kopf im Weg ist, denkt immer dran, der muss ein bisschen zur Seite genommen werden, damit ihr hier Platz habt für eure Füße. Genau. Und die nächste Rolle. Genau, schön viel Schwung nehmen und tippen mit den Füßen am Boden. Sehr gut. Und eine letzte Runde jetzt noch. Gebt nochmal richtig Gas und richtig viel Schwung nehmen. Genau, in die Hocke gehen, Kinn auf die Brust, nach hinten rollen und mit den Füßen auf den Boden tippen. Sehr gut, das habt ihr spitze gemacht. Super. So, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Kampfspiel. Und zwar Kuscheltierkampf. Dafür kniet ihr euch voreinander hin. Zack. Und das Kuscheltier, das versteckt ihr hinter eurem Rücken. Und jetzt müsst ihr gut aufpassen. Der Marcel versucht das jetzt zu klauen, aber ich will natürlich mein Kuscheltier verteidigen. Jetzt hat das doch geschafft. Okay? So, dann legt der Marcel das hinter sich, das Kuscheltier. Und jetzt versuche ich das bei dem zu klauen. So, jetzt seid ihr dran. Nehmt euer Kuscheltier, versteckt das hinter eurem Rücken und dann versucht das eurem Partner, euren Eltern zu klauen. Ja, das sieht super aus. Genau, streicht die Eltern einfach um. Ja, sehr gut. Und holt es euch. Aber nicht einfach aufstehen und loslaufen. Genau. Auf den Knien. Aufstehen und loslaufen ist verboten. Seid ihr natürlich, ihr habt vielleicht gerade Schmerzen am Knie, dann dürft ihr natürlich auch ein Bein aufsetzen oder vielleicht zwei, wenn es nicht anders geht. Genau. So, schön kämpfen. Immer schön auf den Knien bleiben und versucht euren Partner umzudrücken. Ja, das sieht klasse aus. Genau, wenn ihr das Kuscheltier bekommen habt, dann dürft ihr das hinter euren Rücken legen. Und jetzt müssen eure Eltern das von euch klauen. Mal gucken, ob die das auch schaffen. Genau, jetzt schön verteidigen. Genau, passt gut drauf auf, dass eure Eltern das Kuscheltier nicht klauen. Sehr gut. Und schön weiterkämpfen, weiterkämpfen, weiterkämpfen. Und einfach umschmeißen. Genau, so wie bei uns. Einfach umschmeißen. Und dann holt ihr es euch schnell. Ja, sehr gut. Das sieht doch super aus. Eine letzte Runde noch. Macht euch nochmal bereit, geht in Kampfposition und holt euch euer Kuscheltier zurück. Ja, sehr gut. Genau, vielleicht könnt ihr auch dran vorbeikrabbeln, wenn ihr ganz schnell seid. Oder drückt einfach den Partner weg. Genau. Das sieht super aus. Geschafft! Das habt ihr wirklich klasse gemacht. So, wir kommen jetzt zum Auspowern. Und zwar braucht ihr dafür wieder ein Kuscheltier. Und ihr müsst euch gegenüber von dem Kuscheltier auf den Boden legen. Ich sage jetzt gleich ganz viele Tiere. Und bei dem Tier Tiger müsst ihr schnell aufstehen, rüberlaufen, einmal das Kuscheltier antippen, wieder zurücklaufen und euch wieder hin. Okay? Also jetzt gut aufgepasst, ich sag jetzt ein paar Tiere und bei welchem Tier musstet ihr nochmal loslaufen? Marcel? Tiger! Tiger! Okay? Also Giraffe, Affe, Igel, Ameise, Tiger! Sehr gut, los, 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 los! Tier 5 und wieder in Bauchlage. Sehr gut. Dann geht's weiter. Ameise, Ameisenbär, Tiger! Sehr gut, wieder tippen und wieder schnell zurücklegen. Jetzt drehen wir uns mal auf den Rücken. Einmal auf den Rücken drehen. Sehr gut. Und jetzt wieder gut aufpassen. Wenn Tiger kommt, dann müsst ihr loslaufen. Löwe. Ameise. Raupe. Skorpion. Löwe. Tiger. Sehr gut. Und wieder tippen. Wieder zurücklaufen. Und wieder auf den Rücken legen. Jetzt wieder gut aufpassen. Ameise, Giraffe, Elefant, Zebra, Pferd, Tiger. Und schnell wieder aufstehen. Tippen und wieder zurück. Sehr gut. Jetzt setzen wir uns einmal in den Schneidersitz. Einmal in den Schneidersitz setzen. Sehr gut. Und jetzt
wieder gut aufpassen. Kamel, Dino, Giraffe, Ameise, Maus, Pferd, Tiger. Und schnell rüberlaufen. Und wieder zurück in den Schneidersitz. Oh, da hat mir Marcel direkt die Rückwärtsfallstudie gemacht. Habt ihr das gesehen? Muss so schnell wie möglich sein. Genau. Keine Zeit verlieren. So, wieder schnell in den Schneidersitz. Und jetzt wieder gut aufpassen. Giraffe, Affe, Raupe, Zebra, Pferdchen. Was gibt's noch für Tiere? Kamel, Dino, Löwe, Tiger. Sehr gut. Okay. Als nächstes dreht ihr euch mit dem Rücken zum Kuscheltier. Jetzt wieder gut aufpassen. Affe, Ameise, Ameisenbär, Bär, Schlange, Tiger. Sehr gut, dann wieder zurück. Okay, als nächstes, was gibt es noch für Tiere? Tiger! Boah, das ging aber schnell. Und wieder zurück. So, jetzt legt ihr euch einmal auf den Bauch. Und die Hände und Arme, die sind in der Luft. Auf den Bauch legen, Hände und Arme in die Luft. Genau, sehr gut. Und jetzt wieder gut aufpassen. Kamel, Dino, Adler, Ameise, Ameisenbär, Bär, Tiger. Ja, schnell rüberlaufen und tippen. Dann wieder auf den Bauch, Arme und Hände in die Luft und wieder aufgepasst. Löwe, Bär, Schlange, Tiger. Sehr gut und wieder zurück. Letzte Aufgabe, jetzt nochmal richtig Gas geben. Ihr legt euch auf den Rücken und Hände und Beine sind wieder in der Luft. Zack. Und jetzt aufpassen, bei dem Wort Tiger dürft ihr wieder loslaufen. Löwe, Giraffe, Raupe, Skorpion, Tiger! Ja, und schnell wieder zurück. Und wieder auf den Rücken, Hände und Beine in die Luft. Letzte Runde. Jetzt will ich eine Flipsrunde von euch sehen. Skorpion, Tiger! Ja, sehr gut. Okay. Und übrigens, das Passwort lautet Clown, Tiger.